Hey, willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge hier zu meinem Märchenschloss, meinem Die Sims 4 Jahreszeiten Event Grundstück. Denn da hinten, da kommt noch eine Rollschuhbahn hin oder eine Schlittschuhbahn, mal gucken, ob die dahin passt. Aber wenn es das Pack gibt, dann erweitern wir das hier hinten und ja, können das noch ein bisschen größer machen, wenn es vom Platz nicht reicht. So, wir gucken heute mal weiter, denn wir brauchen noch einiges hier drin. Ihr habt euch einen Grillplatz gewünscht, das brauchen wir eh für den Park. Wir brauchen noch Toiletten, wir machen eine Hochzeitslocation. Und ja, so sieht das Ding bisher aus. Könnt ihr euch angucken. In den letzten Folgen habe ich das hier gebaut. Und wir gucken jetzt mal weiter rein, ne? Wir gehen jetzt mal nach unten. Da habe ich ja schon mal so ein bisschen Krams reingestellt. Das müssen wir auch noch machen. Eine Bowlingbahn und natürlich für die Kids hier was zum Spielen. Und hier am Rand, da kommt noch ein Gewächshaus hin. Ein schön schnörkeliges Schloss-Gewächshaus, Schlossgarten-Dingens. Mal gucken, wie wir das machen. Deswegen lasse ich das jetzt noch mal ein bisschen offen. Aber ich würde sagen, wir packen entweder hier oder oben die Hochzeitslocation rein. Auf jeden Fall. Den zum Heiraten und unten dann irgendwo noch die Toiletten und hier vielleicht in so ein Türmchen die Toiletten rein. Das wäre doch praktisch, oder? Ja, das wäre doch voll praktisch. Da haben wir ja den Platz auch. Und hier draußen machen wir dann noch den Grill hin. Ja, dann machen wir das doch so. Let's do this. Wir machen hier Toiletten rein in dieses Türmchen da. Ist doch genial. Leider keine Wendeltreppen, nein. Aber das geht trotzdem. Das geht trotzdem. Machen wir das mal so. Dann kann man vielleicht auch noch auf der anderen Seite reinkommen. Das wäre gar nicht mal so schlecht sogar. Praktisch. Praktisch. Ist jetzt eher Zufall, aber ich finde das jetzt total praktisch hier, ne? Sag mal, mega praktisch. So, dann gucken wir, dass wir erstmal... Ja, wir fangen an mit den Klosen. Wie spannend. Wie sehen Schlossklos aus? Da gucken wir direkt mal rein. Ich mache jetzt hier mal so ein paar Lampen erstmal. Ne? Ich würde mal sagen, wir nehmen da direkt irgendwie so einen Kronleuchter hier aus Zeit für Freunde. So ein bisschen so Kerzenschein. Ja, das soll ja ein bisschen glowen hier, oder? Das machen wir so. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass da gar keine Fenster richtig dran sind. Weil dann haben wir das schon praktisch. Leider sind die nicht symmetrisch, die Türmchen. Deswegen müssen wir das manuell hier einrichten. Und auch die Form ist ein bisschen schwierig, ne? Mhm. Deswegen machen wir das doch mal so, dass wir hier... wir machen da einfach ein Klo rein. Die müssen dann halt ein bisschen warten, wenn gerade einer hier ein bisschen länger braucht. Wir nehmen da dieses Vampire-Klo, das ist so schön schnörkelig. Und da nehmen wir aber so ein weißes, würde ich mal sagen. Oder machen wir das mal so. Ich packe das auch mal gleich hier rüber. Ja, viel Platz bleibt uns da nicht, ne? Das ist total schwierig. Hier können wir da so zwei Kabinen machen. Ich weiß es noch nicht, aber so ein bisschen... Hier könnten wir da drin eigentlich auch gar nicht so schlecht. Da kann man die wieder nicht mittig machen, ne? Da gibt es keine Mittelwand. Gibt es keine Mittelwand. Man kann die entweder rechts oder links hier. Verdammt. Dann machen wir das mal schräg oder wie machen wir das? Ich weiß es noch nicht. Das ist auch blöd. Wie man es macht, ist doof, ne? Ich mache das mal so, dass das hier wirklich so eine Klokabine ist. Und hier ist halt eine größere Klokabine. Vielleicht so ein bisschen auch mit Waschbecken oder so. Mal gucken. Das gleiche Spiel machen wir dann hier auch, dass wir da so zwei Klos hin platzieren. Hier lassen wir ein Stich in der Mitte hier platzieren. Dann haben wir doch zwei. Das ist doch besser, oder? Ist schon besser, ne? Schon viel besser. Machen wir das hier wieder auch so, dass wir hier eine größere haben. Hier eine kleinere. Hier dann die Waschbecken. Und jetzt brauchen wir hier erstmal die Klotüren, damit die Sims da nicht alle reinpurzeln und die frisch auf frischer Tat erwischen. Wo sind die Klotüren? Die sind alles so versteckt hier immer wieder, ne? Ich habe nur die Unisex gefunden, da haben wir die. Dann nehmen wir doch die. Die sind doch schön so aus Holz. Das passt noch am ehesten. Nehmen wir damals so ein goldenes Holz. Nee, was haben wir jetzt da? Männlein oder Weiblein? Das ist Weiblein. Okay, machen wir hier. Okay, das ist nicht. Ja, das muss doch gehen. Das glaube ich jetzt aber nicht. Das glaube ich, das kann jetzt nicht sein. Das muss jetzt aber gehen hier. Da kann ja nicht sein. Hier baby.moveobjects. Ich bin sicher, die Sims kommen da dran vorbei hier in dem Eck. Das muss schon klappen jetzt hier. Also jetzt mal ernsthaft. Nehmen wir mal das hier und dann das gleiche Spiel auch auf der anderen Seite, dass wir das gleich mal nicht vergessen, damit das hier mal seine Richtigkeit hat. Ja, und von außen kommt halt jeder rein. Das ist aber auch in Ordnung. Ja, die sollen da alle reinkommen. Okay, dann machen wir hier nochmal die Lampen neu. Machen wir das mal so und so. Hier gibt es auch nochmal die Kronleuchterbeleuchtung in dem Toilettendings mit drin. Und natürlich die Steinwände, die dürfen nicht fehlen. Die müssen wir noch ergänzen hier auch. So, den ganzen Raum gleich mit Shift-Klick. Machen wir das unten doch auch. Damit das hier gleich alles ausgebessert ist. Alright, it's okay, it's alright. Wo machen wir die Waschbecken hin? Das wird knapp. Die machen wir
Die machen wir, wo machen wir die hin? Das ist alles ein bisschen blöd. Machen wir die einfach hier auch so schräg hin, oder? Sieht es auf der anderen Seite aus, das ist ein bisschen anders wieder. Ja, da können wir zwei nebeneinander machen. Okay, machen wir das mal so. Für ein Schloss, was hat man da für Waschbecken? Ich würde mal vielleicht sogar solche nehmen aus Dschungelabenteuer. Oder, ja, die sind ein bisschen zu irgendwie bartmäßig, ne? Aber die kann man trotzdem, kommen dann eben die. Ja, die sind schon schöner. Die sind schon ein bisschen schöner. Wir switchen hier wieder rechts und links herum. Wow, wow. Ich habe noch den American Dialect hier integrated hier. Wow. So, ne? Goldene Spiegel natürlich. Come on. Und jetzt noch ein bisschen Deko. Das machen wir schon. Ein bisschen Klopapier. Nehmen wir das auch dazu. So. Und ja, wir bauen mit allen Packs. Das heißt, ich kann endlich mal wieder dieses schöne Handtuch da nehmen. Wo ist es denn? Diese Handtuchbox. Das ist jetzt wieder doof, ne? Weil die wieder hier drin nicht ist. Deko an der Wand hier, glaube ich. Oder ist das bei Krams drin, bei Verschiedenes? Man weiß es nicht. Oh ja, wir können da noch so einen Besen oder so hin. Das wäre natürlich auch schön. So ein bisschen was, ne? So für den Hof nah, wollte ich fast schon sagen. Ja, so ein bisschen versorgungsmäßig, so ein Versorgungsraum irgendwie, oder? Mit so ein paar, hier noch so ein paar Körbe hin oder so. Das ist auch schön, das ist auch schöner Kram. Hier Waschtag, Accessoires. Das darf ja nicht fehlen im Schloss, oder? Dann gucken wir mal weiter. Wo haben wir diese komischen Seifenspender und Handtuchbox? Das weiß ich jetzt nicht hier. Nee, das ist doof. Aber wir können hier, weil ich das gerade sehe, können wir hier auf jeden Fall noch das hier hinmachen. Das ist so schön. Das können wir auf jeden Fall noch integraten hier. Ja, hinten noch so ein paar Rosen. Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? So, die wachsen da aus dem Boden raus. Passt schon. Alles gut hier, oder? So, wir gucken mal weiter. Was haben wir denn hier jetzt noch? Wo ist denn das jetzt? Ist das doch bei Wanddeko irgendwie drin? Ich glaube schon, ne? Gucken wir mal bei Wandsachen. Ja, ich vermute, hier ist es irgendwo. Ich vermute es mal. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Pack das drin war. Ich glaube, Zeit für Freunde oder nee, an die Arbeit, weil da ist Seifenspender drin. Ja, da muss man schon so ein bisschen was Modernes auch reinpacken dann, ne? Dass das nicht so... Machen wir das mal so. Und da ist auch die Handtuchbox. Dann nehmen wir die gleich raus auch mit. Ja, das ist so ein bisschen... Ist ja trotzdem ein normaler Park in der Gegenwart, sage ich da mal dazu. Und dann passt das schon. So machen wir das. Ja, hier auch ein-, zweimal. Können wir das so machen und vielleicht hier nochmal so eine Handhookbox. Let's do this. So, wir haben auch hier die Spiegel vergessen. Das kriegt ihr natürlich auch noch. Ja, liebe Männlein, hier der Schöpfung. Und was haben wir noch vergessen? Klopapier. Ja, ganz wichtig. Eigentlich gar nicht wichtig. Die Sims juckt das gar nicht. Aber das machen wir trotzdem mit rein. Kommt hier auch noch ein bisschen Klopapier dazu. Genau, machen wir es mal so. Das reicht auch schon. Und ich will noch ein bisschen Pflänzchen irgendwie reinmachen. Ich finde das immer so trist hier. Das ist ein bisschen schade. Wir könnten da in dieses große, könnten wir so eine Art Pseudo-Wickeltisch reinmachen. Das ist immer ganz praktisch. Dann nehmen wir, glaube ich, ja, können wir mal sowas nehmen, ne? Aus Vampire auch ist die Theke. Die sieht so gut aus, wobei das ein Teller da ist. Das ist nicht so doll. Nehmen wir so eine ganz normale Theke, oder? Ja, die können wir auch noch mal ein bisschen anpassen, dass das so ein bisschen zum Holz passt. Können wir, glaube ich, so eine Art Holz, oder? Ja, wo ist ein bisschen dunkler hier, aber... Ne, ist in Ordnung. So machen wir das mal so. Und da können wir noch ein bisschen Deko drauf machen, damit es nicht so trist aussieht. Ja, das kann man jetzt ja auch schon alles machen. Ohne Jahreszeiten. Deswegen mache ich das jetzt auch. Und deswegen habe ich das Grundstück auch schon vorher angefangen. Yay. So, und da kann man dann Popo abwischen. Wenn man will. Wenn man denn will. Ja, wir machen noch so hier ein bisschen extra Beleuchtung hin, würde ich sagen. So ein Goldglanz, dass er noch ein bisschen heller ist hier, oder? Und hier auch nochmal bei den Waschbecken vielleicht so dazwischen. Das ist ganz schön. Ja, und da drüben, da kriegt ihr wieder zwei. Da kriegt ihr wieder hier eine und da eine. Und auch da holen wir uns so eine Theke. Das klonen wir einfach, das Ding. Das geht am schnellsten, glaube ich. Haben wir gleich die richtige auch. Und die kommt hier rein. So. 100 Grams auch.
alles in Doppelpack gekauft. Nee, das ist das Falsche. Ich muss nie heran, sonst komme ich, krieg's nicht. Jetzt kriege ich das Licht-Badezimmer-Korb. Ja, so ein bisschen so ein paar Fläschchen, dass das nicht so langweilig aussieht, finde ich. Hm, ganz gut. Jetzt gehen wir da nochmal schnell rein. Ich glaube, so geht's schneller. Ja, so haben wir da noch Papiertücher. Fertig. Completed. Completed, completed. Machen wir das hier auch noch rein, so ein bisschen Licht. Und da könnte man nochmal so ein Banner oder sowas aufhängen, damit wir dieses Schlossthema nochmal drin haben. Wo haben wir das denn? Nicht das Banner, sondern die da hinten, da diese Blambob-Dinger. Die haben wir da oben aufgehangen mal. Ja, diese Bäumchen, das sind da so Jahreszeiten. Banner, und die finde ich ja ganz schön, ne? Dass man die da so vielleicht reinmacht, so ein bisschen noch als Deko. Dann ist das der Raum nicht so lame-arschig. Mal hier eins hin, weil das Herbstklo ist hier. Ja, die kommen ein bisschen weiter weg. So, jetzt ist das so ein bisschen austariert, ne? Und da brauchen wir jetzt auch noch ein bisschen Pflänzchen, würde ich schon sagen. Dann nehme ich mal vielleicht so eine da, wobei die ein bisschen sehr dschungellastig ist. Diese Körbchen sind halt schon Hammer, ne? Komm, wir nehmen die. Die sind toll. So ein bisschen was für den guten Geruch. Das können wir auch hier so rein ersetzen. Das passt da auch ganz gut dazu. Ja, machen wir das mal so. Und da haben wir ein bisschen weniger Platz, deswegen passt das ganz gut. Ich schiebe das Waschbecken noch ein ganz kleines Mini-Stückchen darüber, damit das da auf keinen Fall irgendwie stört. Das ist immer so ein bisschen dann, ja, das Blöde an der Geschichte. Aber ich glaube, wir haben es jetzt, ne? Da haben wir auch Mädchen hier und da haben wir Jungens. Alles perfekt. Hier, in den Vorraum kann jeder rein, aber das macht ja nichts. Ich würde jetzt hier vielleicht sogar noch gucken, dass wir da sogar noch so eine Art Durchgang machen. Weil wir dann das Handtuch natürlich wegmachen müssten. Und dann lasst uns da so einen Torbogen hinmachen, oder so einen Türbogen. Vielleicht sogar mittlere Wandtür, da gibt es auch diese, genau die hier. Die Schlossbögen. Machen wir das mal so. Also ein bisschen mehr Style hier. Ja, komm, die kriegen halt ein bisschen kleinere Papiertücher dazu. Oder machen wir Verkleinerungs-Cheat aktivieren. Bisschen kleiner, dann passt das nämlich da auch dazwischen. Aber gerade so, ja noch, ja. Und hier brauchen wir natürlich noch die Tapete. Ja, na, das ist ein bisschen mehr Form hier. Das ist nicht so lame-arschig. Langeweile. Ja, machen wir das hier auch noch zu dann. Ja, let's do this. So und so. Und Bogen hier rüber. Wo ist es denn? Da. Und dann hat das alles so seine Richtigkeit. Richtigkeit. Hier machen wir das Ding auch noch ein bisschen weiter rüber. Dann ist das nicht so penetrant vor dieser Tür. Hier passt's ja. Alles gut. It's okay, it's alright. Close completed hier. 13 Minuten. Yay, oder? Ist geil. Passt auch hier, finde ich, ganz gut mit der Bowlingbahn, weil das ist ja so ein bisschen auch, es ist oft so, dass so Bowlingbahnen, also ich finde es fast voll gut zum Thema einfach, ne? Mit dem Schloss und so. Das hat schon was. Es ist auch so ein bisschen dunkel im Keller quasi, mehr oder weniger im Erdgeschoss. Da haben wir jetzt auch nicht so viel Fenster. Wir müssen auch noch gucken, dass wir hier unser Gartenhaus hinmachen mit den schönen tollen Glasdächern und dann machen wir doch hier mal weiter. Da ist doch so eine schöne Ecke so im Eingangsbereich, dass man da grillen kann, würde ich jetzt mal sagen. Da kann man dann jetzt sich so einen Grill schnappen oder würde ich auch fast sogar die Fässer nehmen, wobei die so ein bisschen zu, ja, guck, wir nehmen die ganz normalen einfach, oder? Ja, wir machen da so einen, genau, nehmen einen hellen. Machen wir hier so ein bisschen Grillplatz. Sollen wir das hier so machen? Oder auf der Seite? Ne, bei den Treppen will ich das nicht machen. Also, dass man da unten so auf jeden Fall sitzen kann. Ich würde aber die Bänke, glaube ich, so in die Mitte reinmachen. Dann können wir hier so zwei Grills machen. Hier auch nochmal zwei Grills. Und dann so schöne Schnörkelbänke hier aus dem romantischen Garten. Ja, oh, die sehen in der Sonne nur gut aus, ne? Dann machen wir hier so ein paar Bänke hier, da kann man da so ein bisschen sitzen. Wie gesagt, es soll so ein bisschen so ein Ausflugsgrundstück sein, so Familienausflug, da kann man da auf jeden Fall auch mal grillen. Und da im Hof passt das halt noch am besten, finde ich. Wenn man das dann so macht, parallel ungefähr. Ja, ist der Brunnen mittig? Machen wir da mal so. Bisschen mal davor. So, dann kann man da schön sitzen. Würde ich jetzt mal so veranschlagen. Oh ja, wir brauchen noch dieses riesige Lagerfeuer, ja.
Ja, ich pack das mal dahin. So viel vor hier, ne? Und das Vogelhäuschen ist auch so ein schönes Ding. Es ist echt toll. Oh, da gibt es sogar ein Pink hier. Noch mehr märchenhaft hier. Ja. Kann man hier noch ein bisschen mit diesen epileptischen Viechern da rumspielen. Wobei das vielleicht auch oben gar nicht so schlecht wäre, wenn das irgendwo oben auf so einer Mauer oder so steht. Dass man da irgendwie so ein bisschen dann, ja, das ist schwierig, so viel Mauer haben wir gar nicht. Dass man da so ein bisschen, ne, von oben irgendwie die Vöglein da bezirzen kann. Können wir das mal da in die Ecke rein. Ja, da kommen die Vöglein hin. Da wissen wir ja noch nicht mit dem Turm und mit den Fenstern und so, das lasse ich auch mal offen. Ist eigentlich ganz praktisch, dass man hier nochmal einen Raum hat. Da müssen wir halt gucken, was wir da reinsetzen. Ich habe ja bisher nur die Türmchen zugebaut. Aber da haben wir noch Räume, da finden wir auf jeden Fall noch was. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir hier, da sehe ich das gerade. Wir brauchen hier noch so ein bisschen Essensstand, japanisch, Heißgetränkestand, oder? Nehmen wir auf jeden Fall. Indisch, marokkanisch, vietnamesisch, Nobelviertel. Törtchen, Gourmet, Lachs und Forelle und Fang des Tages. Ich glaube, wir kriegen auch, im Trailer war das zumindest zu sehen, neue Foodstände mit Jahreszeiten. Und da können wir die vielleicht auch noch integrieren. Ne? Ich probiere das mal hier so erstmal hinzusetzen. Gucken, ob wir damit irgendwie auskommen. Ja, so irgendwie in das Eck, ne, dass man von da auch hinkommt und da dann hinkommt. Und ja. Machen wir das mal. Wunschbrunnen darf natürlich auch nicht fehlen, ja, das darf auf keinen Fall fehlen. Der muss auf jeden Fall auch noch irgendwo unterkommen. Ich würde den, glaube ich, fast sogar hinten, irgendwie haben wir den nicht schon, da haben wir schon, gucken, haben wir schon. Daniel vergisst schon wieder alles. Hinten in den Wald rein, genau, dass das so ein bisschen versteckt ist. Haben wir schon, alles gut, alles gut. Oh, diese Wasserrutschbahn ist natürlich auch perfekt, ne. Da können wir aber die neutralere nehmen. Wo ist denn die andere, die da? Die ist, glaube ich, besser. Die ist cooler. Nehmen wir das so ein bisschen. So Wasserspiel ist doch toll. Machen wir das hier doch so ein bisschen so ein Kids-Bereich. Natürlich ist das alles so ein bisschen für die kleinen Prinzessinnen gedacht. Hier in den Spielbereich so ein bisschen damit rein. Noch direkt am Eingang. Die Rutschbahn. Ja, nehmen wir das Blau und Rosa. Das passt so ein bisschen zum Schloss. Sieht alles plastisch aus hier, aber it is how it is. Auch hier können wir wieder eine Rutsche nehmen. Dann haben wir da noch mehr für die Kids auch. Lasst uns das doch hier so hin machen vielleicht. Oder? So eine kleine Rutsche. Da soll es ja an nichts fehlen hier. Da haben wir da den Spieltisch auch. Passt auch ganz gut. Wir können dann hier nochmal... Ups, das wollte ich eigentlich nicht. Hier zurück mit dir. Können wir hier nochmal so eine Bank oder so hin machen vielleicht. Dass die Elders hier gucken können. Die Eltern. Weil das so ein bisschen weiter rüber. Ich gucke mal nach dem Baum hier noch. Dass wir den vielleicht hier so hin machen. Ja, das ist gut. Und da ist ja dann auch dann so ein bisschen offen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich würde, glaube ich, die Mauer wirklich nicht komplett drumherum machen. So am Anfang finde ich es eigentlich ganz toll. Man muss sich ja auch immer die Linie so ein bisschen wegdenken. Deswegen bin ich die ganze Zeit am Überlegen, ob ich die überhaupt mache. Wir haben die ja auch genommen als Burgmauer-Dings. Deswegen, ich glaube, ich mache die weg. Ne? Ich glaube, ich mache die echt weg. Ich finde das irgendwie cooler, wenn das so ein bisschen offener ist. Weil die Linie, wie gesagt, muss man sich wegdenken. Im Live-Modus ist die ja eh nicht da. Ich zeige es mal kurz einfach. Na, und ist das so ein bisschen freier, wir werden da einfach noch so ein paar Bänke stehen oder so. Und es ist nicht so gezwängt hier auch. Ha? Let's do this hier, machen wir das mal so. So, da müssen natürlich dann auch noch so ein paar Pflänzchen dazu, damit das nicht so irgendwie so nur so rumsteht in der, im Nirgendwo. Ja, und dann sieht das doch ganz gut aus. Hier auch noch ein bisschen grün, ein bisschen ist gut, aber... Mehr ist besser. Ist doch wahr. Und ja, sieht besser aus, finde ich auf jeden Fall ganz gut. Jetzt brauche ich hier noch ein bisschen Sprühboden, damit es nicht so zu heiß für den Garten. Also hier noch so ein bisschen Matsche haben, sage ich jetzt mal. Ja, ganz groß und ganz flach oder mittelgroß reicht schon. Das ist ein bisschen Trampelpfad-mäßig, ne? Das ist so ein Stügel hier aussieht nach Ding. Und da können wir so ein bisschen frischeres Gras auch machen. So ein dunkleres, also so ein bisschen kräftigeres. Sieht das so aus, wenn das Wasser da so ein bisschen überläuft, ne? Kann man auch hier so ein bisschen noch mit Moos was machen vielleicht. Und auch hier noch so ein bisschen. Das hat dann schon was, ne? Das passt dann schon zu. Finde ich ganz gut. Auch noch so...
Ja, das darf gern so ein bisschen mal ein bisschen stärker auch sein. Das muss nicht immer nur so platt sein. Aber Blüten möchte ich trotzdem auch noch drüber sprühen. Blüten, das ist auch nochmal so ein Faktor, finde ich. Dann gibt es auch die rosanen. Die sprühen wir überall so ein bisschen hin. Dann wird das gleich nochmal mehr Charme. So. Ja. Rosa Bodenblüten hier, das ist doch perfekt. So. Schön, gefällt mir schon mal ganz gut, muss ich sagen. Ja. It's okay, it's alright. Hier machen wir noch ein bisschen stärker dann. Machen wir noch ein bisschen stärker. Da kommen ja die Kids dann runter, purzeln da hin und dann wächst da kein Gras mehr. So. Ja. Sehr schön. Bam. It's okay, it's alright. Okay. Weiter geht's. Was haben wir denn noch on the list? Ihr habt wieder was so fleißig. Meine Güte. Ich finde schon gar nichts mehr. Wir brauchen hier noch ein paar Theken, sehe ich gerade. Müssen wir noch machen. Thekenzauber. Was nehmen wir denn da? Ich würde einfach so eine neutrale da irgendwie nehmen. Ja, sowas irgendwie. Oder so ein bisschen was Dunkleres vielleicht. Aber so dunkel möchte ich es auch nicht. Die ist auch nicht schlecht. Die ist so richtig schön eigentlich noch, ne? Ich finde das halt irgendwie cooler, wenn man da noch so eine Ablagefläche hat. Also ohne diese Theken sieht das irgendwie komisch aus. Wir brauchen auch hier noch so ein paar Lampen oder so, damit das nochmal beleuchtet wird. Wir gucken mal bei Nacht, wie sieht es denn aus, ne? So ein bisschen so Mondschein. Dass wir da nochmal... Ja, so eine Blütenlampe vielleicht, oder? Die ist, glaube ich, ganz toll. Die ist, glaube ich, echt ganz toll. Ja, also hier so ein bisschen Blütenlampen noch platzieren. So, 3 Stück, ne? Also hier, da mal ein bisschen Licht haben. Wird jetzt oben platziert oder unten? So schön aufgeteilt. So. Ja, so ist es doch ganz gut. Dann machen wir hier noch Deko an der Wand. Da müssen wir noch irgendwas hinmachen. Da können wir auch noch mal so einen Eventkalender oder sowas hinmachen hier. Gibt es Freezer Bunny Night jeden Samstag. Und Lama-Getränke-Special jeden Montag. So. Machen wir hier auch noch die Theken hin, oder? Ja. Ist ein bisschen komisch, ich weiß, aber ich finde das irgendwie besser als ohne. Besser als wie ohne. Ja, weil das irgendwie nochmal sowas, wie gesagt, so eine Ablagefläche braucht man immer gameplay-mäßig, ist ganz wichtig. Hier machen wir, glaube ich, dann echt noch so Treppen hin. Dass man da auf jeden Fall auch reinlatschen kann. Die latschenden Sims hier. Ja, machen wir das mal so. Verschiebst du mir deinen ganzen Hochzeitsbogen? Nee, perfekt, also gut. Und da gibt es auch nochmal immer nochmal Tag hier an. So. Das wäre Licht. Wo ist unser Schnörkelbalkon? Der hier, Geländer natürlich. Ja, guck mal, wie schön der hier sich anschmiegt an das Grundstück. Sehr toll. I like. So wie hier auch, hm? Ja, das ist doch gut. Das ist doch mal gut hier, das ist doch schön. Jetzt brauche ich dafür den Rand noch irgendwas. Ich würde da wirklich, glaube ich, so ein paar, nicht Wuhu-Busch, aber irgendwie so ein paar Blütendinger hinmachen oder so ein paar Büsche, irgendwie sowas muss da noch hin. Das finde ich auch irgendwie, gibt es sogar ein Rosa, guck mal an. So, da nochmal so ein bisschen das zumachen. Und ich will dann, glaube ich, auch die Treppe hier so rüber machen, ne? Dass das nicht so... Ja, dass die da gar nicht hochlatschen können. Dann, ja, die kriegen wir jetzt unten nicht ran. Das war ja mal wieder klar, liebes EA-Team. Ja, hallo. Kriegen wir gar nichts rein an Pflanzen. Das ist wieder so eine scheiß Ecke da, die man nicht gestalten kann. Ja, ist egal. Das ist da halt trotzdem hochgewachsen. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Da haben wir es ja enger, ne? Das ist ja schon mal ganz gut. Dann können wir da aber auch nochmal Treppen hinmachen. Wobei, ich weiß noch nicht, wie gesagt, ich möchte eigentlich nochmal so ein Gewächshaus hinmachen. Aber können wir das hier andocken, das Gewächshaus? Bisschen komisch, oder? Vielleicht können wir da nochmal so eine Art Weg rüber machen oder so. Dass man da nochmal so ein bisschen das erhöht lässt. So ein Stück weit. Und weil das Gewächshaus muss eigentlich auch auf dem Fundament stehen, weil das alles ja auf dem Fundament steht. Das ist ein bisschen das Problem, deswegen müssen wir es eh erhöht machen. Und dann wird es ja durchaus Sinn machen, wenn wir das dann hier vielleicht
integrated hier nochmal so einen freien Hof macht oder so, sag ich mal. Ich mache den mal, glaube ich, kleiner. Der ist so ein bisschen sehr dominant hier an dieser Stelle. Da sind wir noch ein bisschen weiter weg. Und dass man da dann irgendwie, ich weiß es noch nicht genau, rüberlaufen kann. Und dann mache ich mal so grob mal den Grundriss des Gewächshauses. Ich würde das jetzt mal so hier ziehen. Und so. Der Baum muss dann natürlich dann weichen wieder. Oh, ja, ja. Ja, das ist zu groß einfach. Scheiße, kein Platz mehr. Dann. Ich habe eine andere Idee. Wir machen das Gewächshaus eher so rum als Haus. Weil wir haben mehr Platz in der Breite als in der... Hat es jetzt den Baum da rein verschoben? Nee, ne? Nee. Dann machen wir das Dach. So, also hier ist so ein Raum wieder. Da kommt dann das Gewächshauskrams rein. Und oben drauf das Dach, dann als Glasdach. Ja, da sieht man schon. Aber da kann man dann reingucken. Dann machen wir das anders. Machen wir so ein Dach. Das können wir dann noch ergänzen. Das Glasdach. Machen wir das so. Und dann hier so ein schönes Glasdach draus, dass das so toll da runter scheint. Ja, das wird Hammer. Das wird mal Hammer hier. Und da können wir dann noch den Weg jetzt hier weitermachen. Dass man da auch reinlatschen kann. So. Und in diese Nische da unten, da packen wir irgendwelche Pflanzen rein oder sowas. Das wird toll. Und hier können wir natürlich, machen wir auch noch die Burgmauer. Das darf natürlich nicht fehlen hier, ja. So. Oder wir machen da so einen kleinen Pool rein. Das würde auch gehen. So eine Wasserstelle. Ja, Burggraben möchte ich hier eigentlich nicht machen, ne? Das wäre so eine Geschichte hier. Ich weiß auch noch nicht, welche Fenster ich dann nehme. Ich finde ja immer ganz toll. Wir haben jetzt aber hier die höchste Wandhöhe. Das ist natürlich schlecht. Da müssen wir eigentlich die Glasfenster nehmen, ne? Ich würde aber, glaube ich, sogar die Holzfenster nehmen, weil wir haben so viele schöne Holzgeschichten hier. Oh, da fängt schon an, ne? Da müssen wir wieder aufpassen. Müssen wir nochmal hier die Tür. Ne, dann passt's ja, ne? Gut, dass man das gleich testet. So, ja. Da müssen wir nochmal eins weiter dann. Ist okay. Kostet ja nix. Dass wir das gleich hier ausgebessert haben. Das ist doch toll. So. Come on jetzt. Mach mal rein hier. So. So, und da ist dann unser Gewächshaus. Ja, der Baum ist noch weg hier. Ihr müsst alle ein bisschen weichen, sorry. Und natürlich gibt es hier auch dann das Fundament. Das lassen wir jetzt nicht nehmen. Hier auch, haben wir da schon? Haben wir schon, sehr gut. Ja, das wird schon gut. Brauchen wir da auch noch Pflänzchen und so. Da muss man dann schon vorne reinlaufen. Ich würde hier, glaube ich, nicht eine Treppe hoch machen, oder? Glaube ich nicht. Aber hier runter wird es eigentlich gar nicht so schlecht aussehen. Das ist nicht so langweilig hier, ne? Ja doch, machen wir schon eine rein. Finde ich ganz passend auch. Und hier nochmal das Geländer. Ja, immer kurze Wege ist am besten, ne? Ja, das wird schon Hammer. Wow. Dann hat man hier auch den Zugang von der Straße aus. Ich weiß, ich habe das Schloss jetzt so rumgemacht anfangs, ne, dass das so quasi hier vorne ist. Aber ist ja eigentlich egal. Das steht ja hier in der Pampa hier drin quasi, ne? Und deswegen finde ich das gar nicht mal so blöd. Das Gewächshaus ist dann vorne. Mal Glasdach, wie gesagt, dass das richtig, richtig toll wird. Und da kann man dann auch nochmal diesen Brennholz-Sperrmüllabholung hier machen. Ich mache mal Taglicht hier, so, danke. Und ja, dann noch so ein Wuhu-Busch. Der muss unbedingt auch noch irgendwo hin, der muss hier vielleicht davor, so, das passt ganz gut, dann haben wir gleich das so ein bisschen kaschiert hier. Und Mülleimer fehlen auch noch, dann nehmen wir die perfekt passenden zum Fundament oder auch nicht. Aber so ein paar Mülleimer muss man da schon noch integrieren. Die können wir immer so in ein paar Ecken so reinstecken. Das Ganze erinnert mich jetzt schon wieder so irgendwie an Dings, ne? An Planet Coaster oder was in die Richtung. Weil das alles so ein bisschen mit Mülleimer platzieren und hier noch so ein Ride irgendwie. Und na, ist schon nicht schlecht eigentlich. Ja, ist schon eine gute,
gute Sache hier. Hm. So viel Mülleimer brauchen wir jetzt auch nicht, aber da draußen machen wir noch einen hin. Ja, es soll ja an nichts fehlen. Nicht, dass die das Zeug hier hinschmeißen, die Sims. Das kann ich ja leiden hier, wie die Pest. Und da auch noch eine machen wir mal so rum. Dass sie sich da nicht. Dass sie da nicht rummaulen. Komm, die Schrammen hier, Mann. Hier machen wir auch noch einen hin, dass die direkt das Essen da wieder reinschmeißen können, wenn sie kotzen müssen. Und hier gibt es auch noch mal einen so irgendwie, ja. Okidoki. Ich glaube, da an Mülleimern fehlt es jetzt hier nicht mehr. Das Dach sieht voll schäbig aus. Ich will unbedingt das Blasdach. ja, da müssen wir auch noch mal gucken, was wir da für Leisten hinmachen oder so, dass das da noch mal ein bisschen plastischer aussieht oder irgendwie ein bisschen. Hey, wieso geht es nicht? Lass mich. Gerade habe ich es doch gesehen jetzt hier. Mann, maul jetzt hier mal nicht rum hier. Liebes Spiel hier. Da ist doch eine Bodenfliese. Jetzt da ist schon eine. Genau, so ist es. Guck mal, jetzt sieht das schon ein bisschen mehr nach Burg aus. Und hier machen wir dann auch vielleicht an die Säulen hin. Weil die wieder unten am Fundament dann am Mann zu schwer sind. Ne? Aber es ist mit allen so. Die stehen alle über. Also man nimmt die ganz schmalen, aber die sehen wieder nicht nach Schloss aus. Verdammte Axt, echt mal. Dann nehmen wir das vielleicht ganz schön. Das ist ein bisschen schnörkelig. Auch ne, gibt es auch ein großer, glaube ich, ne? Yeah. Na also, dann müssen wir aber, glaube ich, weiße Fenster nehmen dann. Schitte hier, sorry. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Also es ist ja ganz schwierig jetzt zu erklären, weil es sieht total blöd aus mit dem Dach. Aber wenn wir damals so ein tolles Gewächshausglasdach haben, dann wirkt das, glaube ich, echt gut. Will ich hoffen. Ja, wir müssen da dann schon die Fenster wieder weiß malen. Dass das, weil zwischen den Säulen, die Fenster gucken da zwischen den Säulen so ein bisschen raus. Und das soll natürlich nicht so sein, nee. Ja, diese Gitterfenster wären doch schön gewesen aus Romantische Garten, ganz klar. Aber die sind jetzt leider viel zu niedrig hier für dieses Grundstück, für diese Höhe, Wandhöhe. Und deswegen, ja, das ist halt. Ich guck's mir dann nochmal an. Wenn man dann das Glasdach hat, sieht man es ja. Aber die wären natürlich auch perfekt gewesen. Ich glaube aber, die sind auch niedrigste Wandhöhe, ne? Das geht mal gar nicht. Wir gucken lieber nochmal rein. Ne, die sind sogar mittlere. Da können wir uns nochmal überlegen uns. Weil die wären gut gewesen, aber die sind halt so ein bisschen. Ja, die sind halt nicht hoch genug, einfach. Wenn man da unten noch einen Platz lässt, könnte man da auch noch Pflanzen platzieren. Also ein Gewächshaus ist halt schon eigentlich voll verglast, ne, oder? Sieht halt schon 10-mal besser aus, muss ich sagen, ne? Oder? Ja, gut, man weiß ja nicht, wie tief der Boden da geht, ne? Das ist ja auch noch eine Geschichte hier. Das wäre schon toll so, muss ich schon sagen. Wir können ja auch noch so ein Stück tiefer, dass da oben beim Dach noch ein bisschen Luft ist. Dann verlieren wir nicht so viel. Aber so muss ich sagen, gefällt es mir auch schon 10-mal besser, ne? Schon ein Unterschied wie Tag und Nacht hier. Ja, und dann sieht man auch noch ein bisschen das Mauerwerk, was ich jetzt auch gar nicht so schlecht finde. Weil das passt natürlich zum Schloss, ne? Das erinnert mich voll jetzt an Harry Potter, oder? Manometer. Dann könnte man hier noch so ein bisschen grün hinmachen oder so. Und dass man das gleich so sieht, dass hier so ein Gewächshaus ist irgendwie. Und natürlich unsere schönen lila, rosa Gewächsdinger da. Die da vielleicht sogar oben runter wachsen oder so. Müssen wir nochmal gucken. Kann man auch so schräg stellen? Kann man nicht? Lässt er mich nicht. Da müssen wir mal überlegen. Aber das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ein tolles Glasdach oben drauf. Das kann schon gut wirken. Ja, das glaube ich. It's possible here to do this. Possible. Oh, die sind auch total schön, ne? Das Alraunen-Gewächshaus. Irgendwie so stelle ich mir das vor. Seid ihr dran? Was ihr sein denn? Was ihr meinen denn? Ja, hier kann man die leider nicht niedriger machen. Das ist wieder so blöd. Mach das hier mal so ein bisschen rüber. Mit dem, das ist ganz hoch dann gleich. Nee. Das rutscht noch so ein Stück runter, aber dann machen wir doch da einfach auch nochmal die so ein bisschen weiter weg. Dann fallen die stechen jetzt voll raus, die Wuhu-Büsche, ne? Deswegen möchte ich in der Mitte nochmal so ein Fake-Busch irgendwie hinmachen, dass das nicht gleich so aussieht wie nach. Hier stehen jetzt zwei Wuhu-Büsche.
Und deswegen packen wir hier noch so ein paar andere Pflanzen hin, die das so ein bisschen erstmal kaschieren. Ey, jetzt bleib mal da auf den Boden der Tatsachen zurück, ja. Und ja, andererseits dann das auch noch ein bisschen dekorieren, so. Finde ich ganz gut. Wir können auch den dritten nehmen, den Herzileinbusch. Ja, wenn wir schon dabei sind, hallo, wer braucht noch Kloß? Wir haben noch Wuhu-Büsche. Und die wachsen halt so schön gerade nach oben. Leider sind die so ein bisschen, ich sag mal, ja, so ein bisschen grell. Aber wenn die Jahreszeiten kommen, sind die ja eh dann, glaube ich, eingefärbt. Und dann ist das ganz in Ordnung. So machen wir das mal. Okidoki, it's okay, it's alright. Was sagt ihr denn dazu? Bitte kommentiert es mal. Ich möchte es unbedingt wissen. Ich glaube, ich mache jetzt noch die Fenster hier auch noch. Ja, das sieht schon besser aus mit den Schnörkelfenstern. 10-mal besser. Nur hier weiß ich noch nicht. Dann machen wir hier vielleicht sogar nur einen Zweiergang rüber. Ja, dann hat man hier sogar noch so ein bisschen, ein bisschen Eckplatz. Und dann geht das nämlich auf, ne? Dann geht das nämlich schön auf hier. So. So. Und so ein bisschen höher. Und da auch. Und da auch. Ja, das ist gut. Schon viel besser gleich, ne? Ja, ja. So, dann brauchen wir hier noch eine Tür. Da brauchen wir eine schöne hohe Tür. Da würde natürlich auch die gut passen. Finde ich jetzt. Im Vergleich zu den anderen wäre natürlich auch wieder so eine toll, aber die ist dann wieder zu niedrig. Ja, aber die passt halt so gut. Shit. Die passt halt vom Ding her. Müssen wir das vielleicht so irgendwie noch machen oder so. Ja, mehr als zwei würde ich da jetzt, glaube ich, auch nicht hinhängen. Jetzt müssen wir eins machen und so ein bisschen höher. Ja. Wie sehen die denn aus, wenn man die vergrößert? Das ist nämlich auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht hier, ne? Wenn man die mal so ein bisschen größer einfach macht. Und dann am Rand. Wir müssen gucken, wie das aussieht mit den Glasdächern. Das ist halt noch die Frage. Deswegen würde ich das, glaube ich, jetzt auch mal so lassen. Dann später weitermachen. Und dann kann man ja immer noch die hier so reinhängen, so am Rand. Ein bisschen Variation drin, das sieht mehr natürlich aus. Ja, auch mal ein größeres dann so rein irgendwie. Ja. Müssen wir ausprobieren mit dem Glasdach. Ja, so ist das schon mal ganz gut. Da quillt es richtig raus aus diesem Gewächshaus. Tschakka, tschakalaka. Okay. Dann haben wir es für heute, Leute, liebe Leute. Das ist alles noch roh. Ihr wisst das, ne, ist noch nichts fertig hier, aber so ein Stück weit haben wir es heute mal vorangetrieben. Wir könnten vielleicht auch hier nochmal so einen richtigen Weg dann machen, dann sieht das sogar noch besser aus. Und das so ein bisschen andockt an den Grundstücksrand. Falls ihr das nicht wisst, ne, also die Sims, die sehen ja voll klein aus hier, ne, also voll riesig, ist auch riesig. Die laufen primär mal die Fußwege entlang. Also die Platten, den Platten entlang. Und nur wenn der Weg zu groß ist über die Platten, dann gehen die durch die Wiese. Also die halten sich da schon an diese Wege. Das ist wirklich, wirklich wahr. Das ist kein Witz. Das ist für die nicht nur Deko, sondern die nutzen die Wege auch. Ja, also gut. Das ist mein Märchenschloss. Bisher so. Ich bin Daniel von SimFans.de. Nächstes Mal geht's dann weiter mit, ja, Jahreszeiten dann hoffentlich. Ja. Freut euch drauf, ich freue mich auf jeden Fall und schaut dann wieder rein. Abonnieren nicht vergessen, hier seht ihr auch die Playlist rechts. Könnt ihr reingucken dann, wenn ihr ein Video verpasst habt oder das Video vielleicht später anguckt. Bis zum nächsten Mal dann, macht's gut. Ciao.